In diesem Video geht es um Alfred Knox. Sir Alfred William Fortescue Knox, geboren am 30. Oktober 1870 in Ulster und gestorben am 9. März 1964, war ein britischer Offizier und später Abgeordneter der konservativen Partei. Er befehligte die britische Militärintervention im russischen Bürgerkrieg. Nach Eintritt in die Armee diente Knox in Britisch-Indien. 1911 wurde er Militärattaché im Russischen Reich. Im Ersten Weltkrieg war er Verbindungsoffizier der Triple Entente zur russischen Armee. Als solcher war Knox, der fließend Russisch sprach, Augenzeuge der Oktoberrevolution und der Eroberung des Winterpalais durch die Bolschewiki am 7. November 1917. Knox arbeitete eng mit dem britischen Botschafter in Russland, George Buchanan, zusammen und besuchte mehrmals die Ostfront. Er traf mehrmals auf Elsa Brandström und unterstützte sie in ihren Bemühungen um die deutschen und österreichischen Kriegsgefangenen in Sibirien. Im russischen Bürgerkrieg befand sich sein Hauptquartier, wie das des von der Entente installierten Führers der Weißen Armee Koltschak, in Omsk, griff aber kaum in die Kampfhandlungen ein, da Koltschak nicht bereit war, die Forderung zu akzeptieren, welche über eine russische konstituierende Versammlung nach dem Krieg hinausgingen. 1924 gewann Knox einen Sitz der Grafschaft Wycombe im britischen Unterhaus für die konservative Partei, den er bis 1945 behielt. Das war's mit dem Video. Gebt gerne einen Like, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal. Schreibt gerne weitere Vorschläge in die Kommentare und dann ciao, Leute!